Hallo, heute dürft ihr mal zuschauen, wie wir drei sogenannte Lost Place Caches verstecken. Die drei Caches haben wir auf dem Weg zu einem Truppenübungsplatz und einer militärischen Schießanlage versteckt. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob es überhaupt erlaubt ist, oder zumindest offiziell erlaubt ist, hierher zu wandern. Ich habe zwar keine umzäunten Bereiche betreten, aber eventuell den militärischen Sicherheitsbereich. Zumindest stehen hier mehrere solche Warnschilder. Da allerdings hier keine Truppen mehr stationiert sind, weiß ich nicht genau, ob die Schilder überhaupt noch gültig sind. Nun, ich bin auch nicht ganz sicher, ob der Weg überhaupt zu dem Sicherheitsbereich dazugehört, weil die Schilder links und rechts vom Weg stehen. Also, das Betreten auf eigene Gefahr. Da dieses Schild offenbar die Grenze markiert, dürfte der Weg ja eigentlich nicht dazu gehören. So, jetzt sind wir gleich am Truppenübungsplatz und verstecken den ersten Cache. Dabei wird im Video gezeigt, wo der Cache liegt, also wer es nicht sehen will, damit es ein bisschen schwieriger wird, sollte die Stelle lieber überspringen.
Nun sind wir am Schießstand und hier verstecken wir den zweiten Cache. Ich verrate mal nicht, wo der Cache ist und zeige auch keine Bilder. Also ihr könnt das Video ruhig weiterlaufen lassen. So, jetzt sind wir am Schießstand. Der ist also mehrere hundert Meter lang und vielleicht 20, 30 Meter breit. Das ist also ein richtiger Schlitz im Wald. Ich denke mal, das kommt in dem Video gar nicht so heraus. Aber es ist sehr interessant zu sehen, auch diese merkwürdigen Brücken, die da über den Schießstand gehen. Welchen Zweck die genau erfüllen, ist mir nicht so ganz klar. Nun sind wir am Ende des Schießstandes und nun zeige ich noch mal ganz genau, wo und wie ich den letzten Cache, den etwas größeren Cache, verstecke. Also wer es nicht sehen will, sollte das Video hier beenden. Gut.